Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo 4. Was haben wir hier? Ich schon gesagt, verlasse niemals diese Mauern. Aha. Kennt ihr es jetzt, Laktan? Es reicht. Perithons Seele ist von Sünde befleckt. Nein, so weit würde er nicht gehen. Das waren einheimische Jäger. Sie sollten mit meinem Bruder Perithon einige Händler durch den Gebirgspass führen, wurden jedoch von Banditen angegriffen. Die Jäger glauben, Perithon hätte sie hereingelegt. Das kann nicht stimmen. Hm. Er ist nicht sonderlich aufrichtig, aber so etwas würde er nicht tun. Meinst ich du? Will ihn suchen, doch die Wälder sind gefährlich. Könnte ich euch vielleicht als Leibwache anheuern? Ich will doch aber nicht mit dir rumrennen. Danke. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns in der Stadt umhören. Vielleicht ist er von alleine zurückgekehrt. Nein, nein. Ich fürchte, Perithon gibt sein Bestes, mich zu meiden. Okay. Ich sollte hoffen, dass er irgendwo für seine Erlösung betet. Wir haben vor langer Zeit aufgegeben. Also wer sowas da anbietet, sorry, naja, dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Ja. Dieser Unruhestifter. Nein. Aber lasst es mich wissen, wenn ihr ihn findet. Ich habe ein paar Fragen. Okay. Hier ist noch eine Quest. Können wir gleich nochmal gucken. Warum? Um diese Bedrohung endlich zu verhaften? Er ist vor einer Weile mit diesen heidnischen Händlern hinausgegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ah ja. Mit den heidnischen Händlern. Ich hatte es gehofft. Die Händler wurden bei einem Lager kurz vor dem Pass. Ihr meint es gut, aber das wird schon wieder. Ich war ein Narr zu versuchen, in den alten Außenposten von Lichtwach zu gelangen. Dort wimmelt es vor Kreaturen. Ich wollte nur... Ich glaube, meine Mutter Soliana war hier stationiert. Aha. Doch das Licht scheint sich nicht auf die Aufzeichnungen der Kirche zu erstrecken. Die Ritter der Reue müssen etwas beim Außenposten zurückgelassen haben. Die Ritter der Reue? Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Mhm. So. Das ist die Blutsbande. Bringt gleich zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Da liegt natürlich auch unsere... Oh, nee, oder? Was ist denn das? Sollen wir da nochmal rein? Uiuiui. Aber ich würde vorher hier reingehen. Gucken, ob wir hier was sehen. Und dann gehen wir... nach unten. Also wenn wir nochmal uns da durchmetzeln müssen, würde ich sagen, metze ich mich da durch, ohne dass ich euch was darüber mitteile. Achso. Also ohne... Einfach so schnell, würde ich fast sagen. Na? Ja. Wo ist jetzt der Kellerloch? Da. Domizil des Einsiedlers. Ab in den Keller. Mal wieder. Wir spielen wieder Kellerkind. Keller, 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 Keller. Hm. Hallo. Die Bestien können dem Geruch vom Blut nicht widerstehen, auch wenn es ihr eigenes ist. Ich habe genug, um einige anzulocken. Wollt ihr euch der Jagd anschließen? Oh. Jetzt sind sie wütend, jetzt erst? Ich bin noch nicht bereit.
gesammelt. Aber es hilft. Hier, das ist für euch. Oh. Sehr schön. Okay, haben wir auch. Dann würde ich sagen, ja. Machen wir erst die Blutsbande oder gehen wir direkt in die in den Mupel. Ah, da müssen wir auch noch hin. Och, Mann. So viel zu tun, so wenig Zeit. Was sagt die Wache? Ich würde es mir noch einmal überlegen, nach Süden zu gehen. Im Sumpf gibt es nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. Die Nächte sind so still. Okay. Kein Schnarchen. Aha. Also so langsam gefällt mir der Totenbeschwörer immer besser. Schön zerlegt. Was? Die Todesursache scheint ein Schuss in den Hals zu sein. Zweifellos das Werk der Jäger der Marwar. Was? Margraf? Dicke Narben kreuzen die Haut des Unterarms in seltsamen Mustern, als seien sie absichtlich. Aha. Okay, die sind hier alle irgendwie. Einer der Händler, mit denen wir unterwegs war. Die Leiche wurde jegliche Wertsache beraubt. Oh. Die Warenkörbe des Händlers wurden aufgebrochen und vollständig geplündert. Ich kann es nicht glauben. Doch ich habe solche Narben bereits gesehen. Mhm. Bei widerwärtigen Kerlen, die sich manchmal mit Perithon trafen. Ich muss ihn finden. Okay. Ja, wir müssen ja hier wieso rein, ne? Diesmal. Zu weit vom Licht. Talalalala. Oh, da oben ist noch ein Keller. Die Frage ist natürlich, gehen wir einmal so lang? Ja, aber. Gibt es nicht. Oh. Das muss es sein. Gehen wir. Was? Ich bin bereit. Okay. Ja, wenn du da rein willst, dann gehen wir da rein. Ich frage mich, wann der Toten, wenn die Tür mal aufhält. So, wo ist er denn hin? Ach, der ist noch da. Okay. Ich kann nicht länger über die Missetaten meines Bruders hinwegsehen. Nicht? Hm.
Also das sind alles so Gegner, wo ich mir so denke, jojo. Okay, hier haben wir wieder was Größeres dabei, das ist gut. Aha, der ist ja down. Oh, wie wenig Schaden. Also, manchmal frage ich mich wirklich, wie wenig Schaden wir eigentlich machen. Teuflische Fu. Wo? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es noch so weit geht. Ah, okay, hier ist doch Ende. Ich dachte jetzt schon, hä? Warum geht denn das noch so elendig weit? Okay, hier ist direkt Ende. Sehr gut. Na dann. Wie jetzt? Diese Tür ist verschlossen. Ihr müsst nach dem Schlüssel suchen. Da waren wir doch gerade. Das ist ein Witz, oder? Okay, das sieht... Ne, doch noch nicht. Ich dachte, jetzt kommt ein großer Raum. Schmugglerhort. Hallöchen. Okay, wo ist hier der Boss? Down, down. Der ist ja immer noch da. Aber man merkt auch, wie der Schaden komplett einbricht, wenn die Ads weg sind, ne? Also, muss man leider Gottes auch so sagen.
Und es gibt eine leichte Verzögerung, was mir immer wieder auffällt, was die Fähigkeiten angeht. Also ich kann nicht alles einfach so drücken, wenn ich hier auch mit der Taste, also mit der Maustaste angreife. Sondern da gibt es wirklich eine leichte Verzögerung bei. Sind wir direkt richtig gelaufen? Ich glaube schon, ne? Oh Mann. Na egal. Egal. Wenn wir richtig gelaufen sind, ist das doch auch nicht verkehrt. Ah, perfekt. Hier, guck mal. Perithon. Perithon. Verdammt, wo bist du? Na, da. Autsch. Okay, der hat's, der ist nicht ohne. Aber er ist auch nicht mega gut, ne? Das ist mein Gefühl. Hab Gott sei Dank gut viele Fernkampfangriffe, ne? Danke, danke. Ah, danke. Lockthorn. Was hast du getan? Das weißt du selber nicht. Konntest du so tief fallen? Margrave verlangt nach Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Sie sagten, es wäre eine saubere Sache. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Niemand sollte verletzt werden. Ja, das würde ich auch immer sagen. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Nein, oh, da liegen aber ganz schöne Berge von Leichen, wa? Niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück. Kannst du laufen? Lockdown? Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Ein Neuanfang. Danke für eure Hilfe. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Ich kann nicht einfach. Ja, ja. Kann ich euch vertrauen, niemandem zu verraten, wohin wir gehen? Verstanden. Ansehen! Blutsbande 17k. Okay. Das finde ich schon mal nice. So, dann können wir raus hier. Ach, das war sogar eine Art Dungeon. Okay, cool. Ja, gut, ja klar. Ja.
Kommt hin. So, jetzt haben wir natürlich hier noch die beiden Quests. Könnte man natürlich machen. Wir hatten gesagt, wir gehen erstmal in die Richtung. Und dann kriegen wir hier vielleicht auch noch mal Sicht. Ich habe da doch gerade was aufblinken sehen, sah ich doch. Da ist eine West. Steht nicht nur so rum. Helft mir. Ja. Noch ein Problem. Problem ist jetzt nur, dass es halt. Na, komm schon. Oh, da kommt dann Magier. Mehr Zeit für was? Ah, da, guck mal. Noch Platz. Ab nach oben haben wir auch. Ach nee, halt da unten. Ah, obwohl, was ist denn da unten? Geht's da noch weiter? Ich bin noch nicht bereit. Ich will das nur wissen. Weil wir haben wieder 5 Ansehen bekommen. Nur weil wir jetzt dieses kleine Stück hier aufgedeckt haben. Das finde ich ein bisschen krank, oder? Was ist denn jetzt los? War das jetzt euer Ernst? Also ich sag mal so, als Räuber, wenn ich zu zweit wäre, würde ich nicht unbedingt einen Nekromanten angreifen, der 7 Skelette und einen Golem bei sich hat. Oder? Da ist wieder ein Keller. Ich mag keine Keller, aber wir gehen rein. Keller, Keller, Keller. Aha. Wo rennen die denn hin? Achso, hier ist eine Magierin. Das ist doch die von gerade, oder? Sind wir jetzt im gleichen Dungeon? Oder im gleichen Keller? Das frage ich mich gerade. Also ist das auch... Also... Übergreifend? Sie ist ja schon losgeflittet. Je nachdem, wie schnell... Ne, sieht nicht danach aus. Hallo? Oh oh. Hm.
Ja, wir sind ja auch noch aufgestiegen, fällt mir gerade so auf, ne? Wir sind ja auch noch aufgestiegen. Überfluteter Keller. Na, guck mal an. Haben wir das auch? Wir machen natürlich die Ranken erstmal hier hoch. Können wir das auch noch? Nee. Können wir das auch noch? Neben dem? Das wäre sehr krank, aber okay. Okay, das bedeutet, wir müssen nur noch nach hier. Perfekt. Das Einzige, was wir halt... Na, da könnte noch was versteckt sein, sehe ich gerade. Sollten wir zumindest gucken, damit wir das Ansehen bekommen. Also kurz mal reinlooken. Hallo? Ah ja. Oh, guck mal. Truhe. Kann sein natürlich, dass der Barbar oder was auch immer der da war, gerade hier durchgerannt ist. Ich bin noch nicht bereit. Oder auch nicht. Ich finde es aber irgendwie auch geil, dass es halt übergriffend ist. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht überlaufen. Also ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber... Immortal hier, Diablo Immortal, es war einfach nur überrannt. Also du hattest, boah. Achso. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, kein Problem, guck mal. Kein Problem, bin einfach niedergemäht. So. Okay, da oben ist etwas, da wollen wir hin. Da kriegen wir nämlich wieder Punkte. Also das müssen wir mitnehmen. Also da kommen wir nicht drum rum. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Aha. Muss ich jetzt hier eine Weile drinstehen bleiben? Oder muss ich die anderen auch noch antippen? Ich habe keine Ahnung. Nee? Ah, okay. Wir müssen hier Blut spenden. Okay. In 13 Sekunden, ob wir das noch schaffen, ich habe keine Ahnung. Drei Sekunden noch. Nee. Schade. Es war aber eng, fand ich jetzt. Wir haben es abgeschlossen, aber nicht perfekt. Deswegen kriegen wir wahrscheinlich auch nur 20 von den Marken. Davon gehe ich zumindest jetzt mal aus, dass wir deswegen nur 20 Marken bekommen haben. Wir sind fast voll, ne? Ja. Bitte einmal in die Richtung hier. Danke. Ich darf das nicht vergessen. Er kriegt nämlich, mein Golem kriegt ja dann weniger Schaden. Ne? Also.
Oh, roher Rubin. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ah. Ey, meine haben so... Ach, da ist ja noch jemand. Eine Magierin. Eine Magierin. Und ein Totenbeschwörer würde ich jetzt tippen. Okay, wir sollen das Feuer anfachen. Haben wir. Und du? Okay. Hm. So. Ach, kommt, Leute. So, was machen wir jetzt? Sind wir durch? Wir sind fertig. So, dann werden wir... Jo, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt zurückgehen. Zurückgehen. Oder wir gehen... Nee, wir müssen erstmal zurück. Wir sind so voll. Oh. Da nicht, Leute. Ich bin noch nicht bereit. So, dann sind wir wieder zurück. Können erstmal Quests abgeben. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Da. Gut. Nehmt jetzt einen brennenden Ja. aus dem Heim. Ah, das habt ihr. Ich kann es von hier aus riechen. Ich wünschte, ich hätte die Flammen tanzen sehen können. Das Licht scheint durch euch, Wanderin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieder ordentlich, wieder ordentlich. Wir haben noch eine Quest hier. Du willst also einfach nach Kyuvashen verschwinden und den Rest von uns im Stich lassen? All die Schreie. Was sollen wir jetzt machen? Warte mal, jetzt müssen wir selber gucken. Quests waren unter N, oder? Ja, nee. Da. Wie war denn das hier? Nee. Ha. Platziert ein Stück brennbares Holz. Wo soll man das jetzt herholen? Hey, wo ist das Holz hier? Holz? Da! Ach, Mann. Aua. Perfekt. Bitte richtet ihr meine hochachtungsvollsten Grüße aus. Alles klärchen. Dann danke ich und ja. Weiter geht's. Aber wir machen an der Stelle für heute hier Feierabend. Und sehen uns morgen. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.